hatten auch von Franz Grote 5 Melodien auf der Karte, 3 haben sie gewählt. Und heute Abend werden sie gespielt von Horst Jankowski und seinem Orchester, von Peter Beil und gesungen von den beiden Preisträgern, zu denen wir dann später noch einmal ganz speziell kommen, von Friederike Krumm und von Thomas Hetwer. Melodien von Franz Grote. Schließlich weit so voller Reiz in jedem Fall und überhaupt und außerdem.
Heinz, ja. Ich darf dich ganz herzlich bitten, ja. dass du eine Laudatio hältst auf ja. unsere beiden Preisträger. Ja. Darf dich bitten, wir haben extra einen Pult für dich gebaut. Wunderschön, ich habe auch einen Zettel. Friederike. Ja. Sie hat mir dreimal gesagt, bitte nicht Friederike. Nein, Oma hieß Friedel und darum heiße ich Friederike. Ja. Richtig. Darf ich Sie bitten, so zu stehen? Und kommen Sie, lieber Thomas Hetwer, daneben? Ja. Und jetzt bitte Heinz Scheck. Also, liebe Friederike Krumm. Krumm. Mit einem M, möchte ich sagen, ja. Sie haben mal gesagt, ich brauche die Musik als Streicheleinheit für meine Seele. Das ist ein wunderschönes Wort. Sie sind, das hat man ja auch, das hat die Jury gesagt, sehr begabt. Sie haben in Hamburg studiert. Sie machen also Musical, was machen Sie noch? Gucken wir nach. Chanson, Song, Arien, klassische Lieder. Und das kommt alles bei Ihnen zusammen. Und ich weiß, Franz Grote war ein Mensch, der gerade die jungen Künstler gefördert hat. Deswegen hat er auch die Stiftung ins Leben gerufen. Er hat gesagt, der Jugend muss man die Chance geben, wenn man mit einem Aufzug hochfährt, darf man oben nicht auf Halt drücken, man muss wieder den Aufzug runterschicken, damit die anderen auch hochfahren können. Und damit sie hochfahren können, habe ich hier ihren Preis. Da ist ein Scheck drin, hat man mir gesagt, das stimmt sogar. 12.500 Mark darf ich Ihnen überreichen und den Applaus des Publikums dazu. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Und nun, Thomas Hetwer, ein hervorragender Pianist, auch Kompositeur, hat er mir gesagt, er schreibt viel fürs Kabarett. Er begleitet Kollegen, die im Kabarett auftreten. Und ich hoffe und wünsche Ihnen, dass Sie so viele Erfolge haben, oder wenigstens die Hälfte mal, wie Franz Grote gehabt hat. Und das würde er sich, glaube ich, auch selbst wünschen. Und wenn im Musikerhimmel auf einer Wolke er jetzt sitzt, dann freut er sich mit Ihnen. Auch für Sie natürlich. 12.500 Mark, Ihr Preis. Alles Gute. Und toi, 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 wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Dankeschön, lieber Heinz. Ich gratuliere ganz herzlich Friederike Krumm, Thomas Hetwer und ich bedanke mich sehr herzlich bei Heinz Scheck. Das ist lieb. Ich bedanke mich auch bei dir. Heinz, tschüss. Grüß dich, Gerti. Ja, mach ich. Grüß dich, Gerti. Meine Damen und Herren, wir kommen.